Jedes gute Bild hat eine Geschichte. Starten wir also die zweite schwarze Serie hier, ja, bei der es immer um ein bestimmtes Bild geht, um die Hintergründe und wie die entstanden sind und einfach so Informationen, die ja nicht ersichtlich sind, aber doch einfach zum Verständnis eines Werkes da beitragen und das auch interessant machen. Und wir starten hier jetzt mit diesem Bild. Dieses Bild ist wirklich ein Referenzbild. Es gibt kein Bild, das ich dann später auch gemacht habe, das so eine extreme Schärfe und feines Korn hat. Dass dieses Bild so außerordentlich fein ist, also Sie können da wirklich hier reinzoomen, da ist so ein Weihrauchkessel und da sieht man dann wirklich noch die Löchlein in dem Weihrauchkessel. Das ist wirklich extrem scharf. Und das kommt jetzt eben nicht vom Print, sondern es kommt vom Negativ, also dieses Negativ hier. Und dass dieses Negativ so extrem feinkörnig ist, das ist es nicht, weil ich damals alle Prozesse im Griff hatte, sondern weil ich tatsächlich eigentlich nicht ganz genau wusste, was ich tat. Gehen wir also 30 Jahre zurück. Ich habe mich Anfang der 90er Jahre mit einem Fotostudio und Farblabor selbstständig gemacht. Also ich habe in meinem Fotostudio auch mit Arca Swiss Fachkameras gearbeitet, aber schwarz-weiß habe ich gar nichts gemacht. Es gab dann aber von der Zeitschrift Fotografie, die boten Workshops mit Peter Gasser in Zürich an. Da ging es um das Zonensystem nach Ansel Adams. Also Peter Gasser war ein Schweizer Fotograf, der auch eine Zeit lang Assistent bei Ansel Adams war. Ich pilgerte da, wie viele andere auch, hin. Der Workshop war etwas spartanisch, irgendwo in einem Keller, in einer Schule. Aber es wurde systematisch erklärt, wie das Zonensystem funktioniert. Also es gab dann in diesem Sommer fing ich dann drei Serien an. Eine war Landschaft der Alpen, der zweite abstrakte Karstfelsen und das dritte war Architektur Barock. Als Oberschwabe, da kenne ich die Architektur der oberschwäbischen Barockstraße recht gut. Und diese Architektur, die lebt ja auch vom Licht. Also die barocke Architektur, die lebt wirklich von Licht und Schatten und Lichtspiel. Und es ist auch eine sehr offene Architektur in vielen Fällen. Allerdings, das, was ich jetzt hier als eine meiner ersten Aufgaben herausgesucht habe, war das Chorgestühl in Bad Schussenried. Also das hier ist jetzt wirklich eine komplette Gegenlichtsituation. Das Licht kommt ja nur von vorne. Und das war dann wirklich auch so, also das Chorgestühl, das ist auf Zone 2 und die Fenster sind dann auf Zone 10. Ich habe den Film dann N-1 entwickelt und das waren wirklich die ersten Filme und die habe ich nur in der Schale entwickelt. Also das war wirklich der dunklen Kammer, also da ist wirklich dunkel, weil Filme natürlich auch auf Rotlicht empfindlich sind, da ist also wirklich schwarz und da schichtet man die so nach und nach um. Und das heißt, die Filme wurden bei der Entwicklung fast nicht bewegt. Und dadurch ist es so, dass sich dieses Korn überhaupt nicht richtig ausgebildet hat. Und dieses Negativ ist eigentlich auch viel zu dünn. Ja, also es hat ist nicht ausentwickelt. Also es ist eigentlich, man sagt so dünn, also da fehlt es einfach an der Dichte. Und es war also auch extrem schwer zu vergrößern. Ja, also da ist unterschwellig vorbelichtet und mit verschiedenen Schablonen nachbelichtet und abgewedelt und, und. Es gibt also wirklich nur als Vintage-Prints, also habe ich dann wirklich nur diese Bilder hier abgezogen, nur in dieser Größe. Ich habe mich da im Labor, also in der Dunkelkammer, ging ich an dieses Bild nie mehr wieder ran. Gab es einfach nur diese erste 8 Bilder, die vergrößert wurden. Aber die sind wirklich extrem scharf. Also es war dann auch so, dass auch Peter Gasser, dem ich das Bild dann später gezeigt habe, wirklich erstaunt war, weil das ist ein T-Max 400. Dass so ein feines Korn mit einem 400er Film überhaupt möglich ist, ist schon erstaunlich. Und auch Bob Wirling sagte ja nachher bei meinem Portfolio, what you want to do better here. Ins Labor ging ich mit diesem Negativ nicht mehr, aber ich habe es vor 11 Jahren gescannt und habe es dann digital ausgearbeitet. Und wenn Sie so ein Bild digital ausarbeiten, da sind dann
Da waren so ungefähr 20 Arbeitsstunden dran, um dieses Bild dann so auszuarbeiten, wie es ist. Ja, im Labor haben Sie ein paar Sekunden Zeit, ja, und im Digitalen, ja, sitzen Sie vor dem Monitor und haben stundenweise Zeit, um das zu machen. Allerdings ist es so, der größte Teil der Zeit war Retusche, weil ein Hasselblatt-Scanner ist extrem scharf. Also das ist wie wenn Sie mit einem Doppelkondenser vergrößern. Da sehen Sie den kleinsten Fussel, also wirklich jeden Staubkorn und alles. Also man muss wirklich so Zeile für Zeile durchgehen und zuerst mal den Staub, ja, und irgendwelche Unreinheiten entfernen. Und dann kann man natürlich eben hier auch nachbelichten und abwedeln, ja, wie das eigentlich ja, im analogen Labor auch war. Die letztlich bearbeitete digitale Datei, das Digital Artwork, also das ist praktisch das digitale Original, wurde so hochauflösend ausgearbeitet, dass es auf 1,50 Meter Druckbreite ist. Also es gibt also noch bei diesem Bild auch noch eine größere Version. Aber wenn man jetzt eben diese Datei denn verkleinert, ja, dann kommt praktisch dieses hier raus. Also die Datei für dieses Bild und für dieses Bild sind wirklich identisch, das ist das Gleiche. Ja. Und man sieht eben auch bei diesem Bild also die extreme Feinheit. Also dieses Bild ist ja also nicht viel kleiner wie praktisch das Vintage-Original. Ja. Und es ist wirklich also ein wirklich schönes Referenzbild, ja, wo man wirklich also unheimliche Feinheiten sieht. Und ja, das ist jetzt also mal das erste Bild, das ich jetzt hier im Rahmen dieser ja, Fine Art Chiclet-Serie vorstellen möchte. Wenn man dieses Bild sieht, ja, man sieht dann eben schon, ja, hey, das ist ja extrem scharf und detailreich, aber ich denke, es ist ganz interessant, diese Hintergrundinformationen einfach mal so mitzubekommen. Dann sieht man auch, was eigentlich so alles dazu gehört, damit so ein Print einfach mal entstehen kann.